die Aussprache und rufe auf den Tagesordnungspunkt 14. Erste Beratung des von der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuches und weiterer Gesetze. Verbesserung des Opferschutzes, insbesondere für Frauen und verletzliche Personen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat zuerst für die CDU/CSU-Fraktion Dr. Günther Krings. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft stellt unser Land vor immer ernstere Probleme und unsere Rechtsordnung vor zusätzliche Aufgaben. Tatsächlich und tagtäglich können wir von Messerangriffen, nicht selten mit tödlichem Ausgang, sexuellen Übergriffen und Gewalt gegen Frauen lesen. Schauen wir uns nur einige Meldungen vom letzten Wochenende an. In einer Kleingartenanlage in Gablenz bei Chemnitz wurde am Samstag eine 21-jährige Frau von 7 männlichen Personen, darunter mehreren Jugendlichen, beleidigt, geschlagen und sexuell belästigt. In der Nacht zu Sonntag soll ein Mann in Berlin seine Ehefrau erschlagen haben. Am Sonntagnachmittag hat ein Mann in der Nähe von Nürnberg 3 Bundespolizisten mit einem Messer attackiert. Die Polizisten konnten sich nur mit einem tödlichen Schuss retten. Wer glaubt, das seien alles nur tragische Einzelfälle, den belehren die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik und das Lagebild häusliche Gewalt eines Schlechteren. Im Jahre 2023 wurden 256.000 Menschen, meist Frauen in Deutschland, Opfer häuslicher Gewalt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 6,5%. 155 Frauen und 24 Männer sind im letzten Jahr durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet worden. Und im Durchschnitt gibt es jeden Tag in Deutschland 2 Gruppenvergewaltigungen. Die Gewaltkriminalität stieg im letzten Jahr um 8,6% und befindet sich inzwischen auf dem höchsten Stand seit 2007. Zu dieser Steigerung beigetragen haben nicht zuletzt inzwischen fast 9.000 Messerangriffe. Diese Zahlen sind eine bittere Mahnung an uns als Gesetzgeber. Wir als Unionsfraktion lassen es nicht zu, dass die Bundesregierung sie einfach abheftet und zur Seite legt. Genauso macht es aber die Ampel. Die letzte substanzielle kriminalpolitische Maßnahme, auf die sich diese Ampelregierung noch verständigen konnte, war die Freigabe von Cannabis. Und das Einzige, das aus dieser Ampel dann gelegentlich zu hören ist, sind Anpassungen der Strafzumessungsregel und Appelle an die Justiz, doch bitte härter und schneller zu strafen. Meine Damen und Herren, ich rate von solchen Eingriffen in die Gewaltenteilung ab. Am Ende sollen sie ja nur von der eigenen Untätigkeit dieser Regierung ablenken. Die Strafzumessung ist die ureigenste Aufgabe des Richters. Gewaltenteilung im Rechtsstaat funktioniert eben nicht mit Appellen der Politik an die unabhängige Justiz, sondern indem wir hier im Bundestag den gesetzlichen Rahmen für die Justiz nach demokratischen Regeln setzen. Und genau deshalb legen wir heute mit unserem Gesetzentwurf ein Bündel von Maßnahmen vor, mit dem wir vor allem die besonders verletzlichen Personen besser vor Gewalttaten schützen wollen. Erstens. Wir regeln die elektronische Fußfessel, die vor allem natürlich Frauen schützen soll, die Fußfessel zur wirksamen Kontrolle von Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz, etwas, was Sie bislang als Bundesregierung nicht auf die Reihe bekommen haben. Zweitens. Im Strafrecht wollen wir das Merkmal unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit beim Mord sowie bei der gefährlichen Körperverletzung und dem schweren Raub einführen. Damit treten wir insbesondere dem Missstand entgegen, dass Tötungen von Frauen oder Kleinkindern vielfach gerade nicht als Mord bislang bestraft werden können. Wir sorgen hier dafür, dass das materielle Strafrecht und unser aller Gerechtigkeitsempfinden wieder zusammenpassen. Denn es gilt doch vollkommen zu Recht in unserer ganzen Gesellschaft als besonders verwerflich, niederträchtig und feige, sich an Schwächeren, Hilflosen oder Wehrlosen zu vergreifen
Und anders als in anderen Tatbeständen des Strafrechts findet dies bei Mord, bei Raub, bei Körperverletzung jedoch bisher eben gerade keine Berücksichtigung. Meine Damen und Herren, drittens, ebenfalls zum Schutze von Frauen wollen wir das Mindeststrafmaß für Gruppenvergewaltigungen auf 5 Jahre heraufsetzen. Viertens, Gewalt darf nicht immer mehr zur alltäglichen Realität in unseren Städten werden. Deshalb sollen die Geldstrafen bei Körperverletzung im Normalfall mindestens 90 Tagessätze betragen. Und fünftens, wer eine Körperverletzung mit einer Schusswaffe oder einem Messer verübt, soll für mindestens 1 Jahr hinter Gittern müssen. Meine Damen und Herren, wenn nach einer aktuellen Umfrage 70% der Menschen in unserem Land meinen, der Staat sei mit seinen Aufgaben überfordert, dann ist es doch die vornehmste Aufgabe der Politik, jetzt verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und dazu gehört ganz zuerst, die innere Sicherheit als Kernfunktion des Staates wieder zu garantieren. Wir brauchen dazu ein Strafrecht, das auf die Kriminalitätsentwicklung auch effektiv reagiert. Es muss Straftaten durch seine abschreckende Wirkung möglichst verhindern und begangenes Unrecht angemessen sühnen. Wer wie die Bundesinnenministerin die Mordtaten ausländischer Täter hingegen als Integrationsversagen der deutschen Gesellschaft verharmlost, verspielt das Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Denn wir erwarten von allen Menschen in unserem Land, dass sie sich an Recht und Gesetz halten, ohne jeden Rabatt für Zuwanderer. Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf unterstreicht, als Union stehen wir ohne Wenn und Aber für einen schützenden und strafenden Rechtsstaat. Die Ampelmehrheit muss dir zeigen, wofür sie steht. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Jede dritte Frau hat in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt erfahren, weil sie eine Frau ist. Jede vierte Frau ist in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt in der Partnerschaft ausgesetzt. Alle 2,5 Tage wird eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet. Das Dunkelfeld ist deutlich größer. Daher kann man das Thema nicht häufig genug auf die Tagesordnung setzen. Das Thema Gewalt gegen Frauen muss endlich als das anerkannt werden, was es ist, ein systemisches und strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Gewalt gegen Frauen ist eine Manifestation des Patriarchats. Gut, dass die Union dieses mit uns bekämpfen will. Wobei, wenn ich Ihren Gesetzentwurf so lese, da bin ich mir unsicher, ob wir die gleiche Analyse haben, also das mit dem Patriarchat. Denn Sie schreiben in Ihrem Entwurf, bei der gefährlichen Körperverletzung, dem schweren Raub und bei Mord wird als neues Qualifikations- bzw. Mordmerkmal unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit eingefügt. Damit können künftig Gewalttaten insbesondere zum Nachteil von Kindern, Frauen, Senioren und Menschen mit Behinderungen angemessen bestraft werden. Ich übersetze das mal. Was haben aus Ihrer Sicht Frauen, Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung gemeinsam, wenn sie Opfer von Gewalt werden? Sie sind körperlich unterlegen. Das ist ein Menschenbild, das ich nicht so teilen kann. Es widerspricht auch allem, was ich im Austausch mit Betroffenen von Gewalt und Menschen, die diese begleiten, erfahren habe. Gewalt richtet sich vor allem gegen die Selbstbestimmung der betroffenen Personen. Und nein, liebe Union, diese Taten treffen nicht nur körperlich unterlegene Menschen, wie Sie das gerne definieren würden. Sie treffen aus meiner Sicht sogar ganz klar starke Menschen, selbstbestimmte Frauen, queere Menschen und auch Betroffene mit Mehrfachdiskriminierung. Alle diese Taten sind meistens geprägt von patriarchalen Besitzdenken von Männern. Es wird Gewalt ausgeübt, weil der Mann der Auffassung ist, dass ihm die Frau gehört, dass er über sie bestimmen kann. Die Gewalt ist geprägt von widerlicher Feindlichkeit gegenüber Menschen, die zumeist nicht männlich privilegiert sind. Und was Sie komplett ausklammern, ist die Problematik der psychischen Gewalt. Gewalt muss nicht
zu blauen Flecken führen. Psychische Gewalt ist ein Angriff auf die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein eines Menschen. Wer psychische Gewalt ausübt, will sein Opfer klein machen, demütigen, verstören oder verängstigen und vor allem Kontrolle und Macht über den Menschen gewinnen. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob man körperlich über- oder unterlegen ist. Mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Qualifikations- bzw. Mordmerkmal bringen Sie meiner Meinung nach daher vor allem Ihre Unwissenheit zum Thema Gewalt zum Ausdruck und stigmatisieren mit Ihrem Wortlaut die Betroffenen von Gewalt auf eine inakzeptable Art und Weise. Frau Wegge, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen Müller aus der CDU-CSU-Fraktion? Ja. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich selber stehe kritisch zu diesem Entwurf, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Unter welches Mordmerkmal möchten Sie die Tötung eines Säuglings, beispielsweise unmittelbar nach der Geburt durch die Mutter, subsumieren? Oder ist das für Sie kein Mord? Ich kann zu Ihnen sagen, dass wir sehr gerne den Mordparagraphen reformieren würden, weil wir durchaus Handlungsbedarf sehen. Das wäre dann jetzt tatsächlich auch der nächste Absatz meiner Rede. Ich fände es natürlich gut, wenn man das in dem Auffang Mordmerkmal niedrige Beweggründe zum Beispiel mit drunter subsumieren können. Wir wissen, da ist die Rechtsprechung vom BGH manchmal nicht das, was wir uns wünschen würden. Und deswegen kommt es jetzt gleich in meinem nächsten Absatz, dass die Zielrichtung dieses Antrags, also über neue Mordmerkmale zu sprechen, durchaus etwas ist, auch wenn es um Frauen geht, was wir tatsächlich teilen. Ich fahre jetzt einfach mal fort, denn wie gesagt, ich will durchaus betonen, dass wir in der Zielrichtung generell einig sind. Zum ganzheitlichen Opferschutz gehört vor allem auch eine konsequente und angemessene Bestrafung von TäterInnen. Wird eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist, dann ist das keine Beziehungstat, dann ist das kein Familiendrama. Es ist Mord, es ist ein Femizid. Wir sind als SPD-Fraktion durchaus bereit, darüber zu reden, dass wir für Fälle, in denen das Besitzdenken über den menschlichen Körper zu Gewalt und Tötung führt, ein neues Mordmerkmal braucht. So, wie Sie das hier vorschlagen, würden wir dem aber eben definitiv nicht zustimmen. Aber nicht nur in der Zielsetzung beim Mordmerkmal sind wir uns einig. Ich möchte auf eine Forderung hinweisen, bei der wir sogar einer Meinung sind. Gerade dann, wenn die Frau es geschafft hat, dem Gewalttäter zu entkommen und dabei ist, sich ein gewaltfreies Leben aufzubauen, muss man sie präventiv vor weiteren Übergriffen schützen. Dies ist bis jetzt nicht gut möglich. Die Einführung von Fußfesseln, so wie es in Spanien erfolgt ist, ist zwar nicht das Allheilmittel, aber ein geeignetes Mittel aus meiner Sicht von vielen für den Schutz vor Partnerschaftsgewalt. Wobei ich hier betonen möchte, dass es auf die konkrete Ausgestaltung ankommt. In Spanien erlangt auch das potenzielle Gewaltopfer einen konkreten Vorteil hierdurch, nämlich, dass die Frau beispielsweise über eine App alarmiert wird, wenn sich der potenzielle Täter ihr unerlaubt nähert. Dazu habe ich in Ihrem Entwurf jetzt aber, glaube ich, nichts gelesen, aber ich teile doch, okay, sehr gut, dann habe ich es überlesen. Ich teile auf jeden Fall die Auffassung, dass Spanien ein sehr gutes Beispiel ist, wenn es um den Gewaltschutz geht. Frau Wegge, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Krings aus der CDU-CSU-Fraktion? Gerne. Herr Krings, Sie haben das Wort. Vielen Dank, dass Sie es zulassen. Ich habe mich nur gemeldet, sozusagen, um Ihren Erkenntnisgewinn noch zu steigern. In der Tat, wir haben in der Begründung genau diese spanische Variante aufgenommen, aber sagen, dass natürlich das noch sozusagen in der Praxis erprobt werden muss, sind aber genau der Auffassung, dass das sozusagen der nächste Schritt ist. Der erste Schritt ist eben die Fußfessel. Und da frage ich mich, wenn Sie dafür sind und offenbar auch andere dafür sind, warum gibt es noch keinen Gesetzentwurf aus der Bundesregierung oder aus Ihrer Fraktion darauf, diese Fußfessel einzuführen in Deutschland? Wie gesagt, in Ihrem Gesetzentwurf freut mich, wenn Sie da auch auf die App eingehen. Ich hatte das nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, finde, die Ausgestaltung ist hervorragend in Spanien. Wenn ich jetzt gleich weiterrede, auch da werde ich dann darauf eingehen, was wir als Bundesregierung eigentlich so machen. Wir haben relativ viele Gesetzesvorhaben, die wir in den nächsten Monaten hier im Parlament im Bereich Gewaltschutz noch debattieren werden. Und dann werden wir ja sehen, ob sich diese Forderung dort auch wiederfindet. Schutz
von Betroffenen, aber ist so viel mehr, als Sie vorgeschlagen haben, liebe Union. Wir müssen es ganzheitlich und umfassend denken. Jetzt komme ich zu den Dingen, die wir hier im Parlament noch debattieren und hoffentlich dann auch beschließen werden. Zum Beispiel gehört dazu aber auch die Sensibilisierung von EntscheidungsträgerInnen in der Justiz und bei den Strafverfolgungsbehörden. Wie oft höre ich, dass FamilienrichterInnen die Istanbul-Konvention nicht kennen oder sich weigern, diese zu berücksichtigen? Zum Opferschutz gehört die ausnahms- und vorbehaltlose komplette Umsetzung der Istanbul-Konvention. Gewalttätige Vorfälle zu Hause in den eigenen vier Wänden trifft neben den direkten Opfern ebenso die Kinder. Kinder, die Sie laut Ihrem Entwurf auch schützen wollen. Aus diesem Grund müssen Fälle von häuslicher Gewalt im Sorge- und Umgangsrecht zwingend berücksichtigt werden. Das elterliche Umgangsrecht darf nicht länger die Sicherheit eines Elternteils oder des Kindes gefährden. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat erst vor zwei Wochen die wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema noch einmal zusammengetragen und festgestellt, diese Erfahrungen hinterlassen Spuren in der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Die Auswirkungen sind hierbei vielfältig. So haben Kinder, die Partnerschaftsgewalt miterleben, ein höheres Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen, für aggressives Verhalten, für Angstzustände, für Entwicklungsstörungen oder für Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen. Darüber hinaus bestehen bei ihnen häufiger schulische Probleme, sie neigen häufiger zum Drogenmissbrauch und werden häufig selbst Opfer von Gewalt. Diese negativen Auswirkungen von miterlebter Gewalt auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wurde in zahlreichen Studien belegt. Zum Opferschutz gehört zudem aber vor allem auch der Schutz vor digitalen Übergriffen im Netz. Wir müssen nicht nur gegen einzelne rechtswidrige Inhalte vorgehen, sondern auch gegen ganze Accounts. Zur Durchsetzung des digitalen Gewaltschutzes müssen wir ein gerichtliches Verfahren schaffen, in dem Betroffene und Opferschutzorganisationen zeitweilig oder dauerhaft die Sperrung von anonymen Accounts in sozialen Netzwerken erreichen können, wenn mit diesen rechtswidrigen Taten begangen werden. Auch bildbasierte Gewalt wie Deepfakes müssen unter Strafe gestellt werden. Gut, dass wir bald über ein digitales Gewaltschutzgesetz in diesem Hause verhandeln werden. Zum Opferschutz gehört aber auch ein klares Verbot von Belästigung und Bedrängung von Frauen in einer der schwersten Situationen ihres Lebens vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Kliniken und Praxen. Genau das werden wir morgen hier in diesem Plenum debattieren und dann auch beschließen und verbieten. Gewalt sollte erst gar nicht passieren. Doch wenn sie passiert, dann müssen gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder einen verlässlichen Schutz vorfinden. Wir werden deshalb einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen und das Hilfesystem auch zeitnah bedarfsgerecht ausbauen. Es kann nämlich nicht sein, dass jedes Jahr knapp 16.500 Frauen mit oder ohne ihren Kindern aus Kapazitätsgründen Schutz in Einrichtungen verwehrt wird. 16.500 Frauen, 16.500 Fälle, in denen das Leben von Frauen auch auf dem Spiel steht. Und genau aus diesem Grund müssen wir hier, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir haben im gesamten Land eine chronische Unterfinanzierung von Frauenhäusern und Schutzeinrichtungen in den konservativ regierten Ländern noch mal um einiges mehr. In Bayern, da wo ich herkomme, gibt es aktuell 735 Schutzplätze. Nach der Istanbul-Konvention bräuchten wir über 3.300 Schutzplätze in Bayern. Für über 6,6 Millionen Frauen in Bayern stehen 735 Schutzplätze zur Verfügung. Damit gehört Bayern mal wieder zu einem der Schlusslichter in der Bundesrepublik. Liebe Kolleginnen der CSU, bitte sprechen Sie mit Ihren Landräten, sprechen Sie mit Markus Söder, nehmen Sie die Verantwortung des Schutzes von gewaltbetroffenen Frauen ernst, so ernst, wie wir das als SPD-Bundestagsfraktion tun. Wir dulden keine Grenzüberschreitung, keinen Angriff auf die Selbstbestimmtheit jeder einzelnen Person. An jede Person, die schon einmal von Gewalt betroffen war oder sie noch immer erleben muss, möchte ich klar sagen, wir stehen eng an Ihrer Seite. Wir werden alles dafür tun, dass Ihr Schutz und Hilfe oberste Priorität in unserem Land hat. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Tobias Matthias Peterka. So, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, Opferschutz statt Täterschutz, aus jedem Blickwinkel heraus eigentlich eine Selbstverständlichkeit, lange aber bitter angefeindet in diesem Land. Vor dem Hintergrund ist der Unionsantrag erfreulich,
auch wenn er, sagen wir mal, 2015 oder 2016 sehr viel besser angebracht gewesen wäre. 2017, als mit der AfD der Klartext im Parlament Einzug gehalten hat, wäre da nicht spätestens Aufwachen bei Ihnen angesagt gewesen? Und schieben Sie jetzt nicht alles auf Mutti Merkel. Sie alle haben sich es schon viel zu lange im linksmittigen Liegestuhl gemütlich gemacht. Selbstgerechtigkeit gab es da stets gratis dazu. Nur die Wählerstimmen, die sind irgendwann ausgeblieben. Daher wohl jetzt dieser Gesetzentwurf als Opposition. Und wir sollen Ihnen glauben, es läge Ihnen irgendwas an bedrohten und eingeschüchterten Bürgern in diesem Land. Das ist scheinheilig und durchschaubar. Zugutehalten will ich Ihnen mal, dass Sie ganz richtige Stellschrauben ausfindig gemacht haben und ausweislich der umfangreichen Datensammlung in der Begründung vielleicht wirklich begriffen haben, dass unsere Lebenswelt langsam kippt, beziehungsweise die von zum Beispiel Frauen und Mädchen. Sie schreiben es selber, jeden zweiten Tag eine Gruppenvergewaltigung laut offizieller Kriminalstatistik im Hellfeld. Geringschätzung von Frauen im Freibad, von Lehrerinnen, weiblichen Rettungskräften oder Polizistinnen. Unsere Gesellschaft kippt, und zwar hin zu einem schlechten Abklatsch einer beliebigen arabischen Großstadt. Bei den Männern bedeutet das konkret, frech und aggressiv gewinnt. Bei den Frauen bedeutet das, bloß nicht aufmucken, sonst setzt es was. Bereits für die erste Gruppe ist das eine zivilisatorische Degradierung, aber für die letztgenannte schlicht und einfach eine Katastrophe. Schön, liebe Union, dass Sie diese jetzt mit Strafverschärfungen und Achtung, Messerparagraphen schützen wollen. Haben Sie ordentlich von uns wohl abgeschrieben, aber wenn es hilft, dann bin ich bereit, das sportlich und vom Ergebnis her zu sehen. Eins ist aber definitiv kein Zufall. Die scharenweise zur AfD überlaufende junge Generation erlebt Gewalt- und Kontrollverlust besonders umfassend. Da setzt man sich nämlich nicht mit einem Rotwein in den Nobel-Italiener oder trippelt im Kunstmuseum über das Fischgrätparkett. Da ist man in der Schule, im Club oder eben im Stadtpark nach der Abi-Feier direkt zwangsbereichert vom besten Deutschland aller Zeiten. Und eine ähnliche Verzerrung, die findet statt natürlich zwischen Arm und Reich. Friede den Hütten, Krieg den Palästen war schon immer naiv. Es läuft stets genau andersrum. Da muss es schon mal positiv hervorgehoben werden, wenn aus dem Unionspalast heraus ein paar vulnerable Gruppen hier bedacht werden. Frauen, Kinder und Alte nämlich, die körperlicher Überlegenheit bei Angriffen gegen das Leben, körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung ausgesetzt sind. Dieser schwammige Begriff ist jetzt nicht gerade die Stärke Ihres Entwurfs, aber da kann man mitarbeiten. Die einfache Körperverletzung mit mindestens 3 Monaten Gefängnis zu besehen, mit Rückausnahmen, das begrüße ich hingegen sehr. Verbrechensqualifikation bei Messertaten eben, Strafrahmen dort sowie beim Stalking leicht nach oben, Untersuchungshaft nach StPO sowie diese Fußfesseln nach Gewaltschutzgesetz erweitern. Da ist nichts gegen zu sagen, aber mal ehrlich, das ist schon ziemlich zusammengeklaubt und geflickschustert. Der Adressatenkreis, den Sie hoffentlich meinen, der versteht nur echte und umfassende Abschreckung. Das hier geht noch lange nicht weit genug. Und zum Abschluss muss ich dann natürlich noch die Vizepräsidentin Göring-Eckardt zitieren. Dieses Land wird sich verändern, und zwar drastisch, und ich freue mich darauf. Immer wieder ein Schlag ins Gesicht der einfachen Bürger. Dieses Zitat, da ist mir das zusammengeflickte Trostpflaster der Merz-Union dann doch lieber. Wir werden sehen, was draus wird. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Canan Bayram. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Peterka hat gerade hier wieder vorgeführt, warum es der AfD nicht nur nicht möglich ist, dass eine Frau zu diesem Thema redet, sondern dass er auch sonst von dem Thema nichts versteht. Sehr geehrte Damen und Herren, diese aufgeheizte Stimmung bei diesem Thema, die will ich um einen Aspekt, sage ich mal, ein bisschen bereichern, indem ich mal aus der Realität, aus dem Alltag der Menschen berichte, den ich erlebt habe als Rechtsanwältin. Es ist in der Tat so,
dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, häufig schon im Vorfeld sich dieser Gewalt und dieser Drohung ausgesetzt fühlen. Es ist dann natürlich am Ende besonders schlimm, wenn das in einem Femizid, in einem Mord an der Frau endet, in dem die Frau eben nicht nur keine Chance hat, wenn sie körperlich unterlegen ist, sondern in dem sie von vornherein keine Chance hat. Und das zu bekämpfen, meine Damen und Herren, das sollte uns Demokratinnen in diesem Haus doch alle einen, und das will ich mal voranstellen. Und insoweit, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion, greift Ihr Antrag etwas zu kurz. Denn die Gewalt, die müssen wir doch auch präventiv bekämpfen. Wir können doch nicht erst anfangen, die Frauen zu schützen, wenn das Schreckliche passiert ist. Und da haben wir natürlich die Themen, wie zum Beispiel in anderen Ländern, die Childhood-Häuser, in denen die Frauen und meist an das Schicksal der Frauen gekoppelt auch die Situation der Kinder umfassend in den Blick genommen werden muss. Ich spreche Ihnen das nicht ab, dass Sie das wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion, aber das steht in Ihrem Antrag nicht drin, und das muss schon noch mal erwähnt werden. Denn Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein Thema, das gesamtgesellschaftlich ist und auch so betrachtet werden muss. Und zu unserer Realität in Deutschland, und da will ich kein einzelnes Bundesland besonders erwähnen, gehört auch, dass wir leider zu wenig Schutzräume haben. Wir haben zu wenig Frauenhausplätze. Wir haben immer noch den Bedarf zu schulen bei der Polizei, bei der Justiz, dass den Mädchen und Frauen frühzeitig geholfen wird. Und als wir mit dem Unterausschuss Europarecht in Brüssel waren, haben wir doch mit den Parlamentarierinnen des EU-Parlaments darüber gesprochen. Insbesondere das Beispiel der Fußfessel in Spanien wurde dort erwähnt. Herr Krings, da findet gerade eine Debatte statt, ob wir das nicht gemeinsam europarechtlich so auf den Weg bringen wollen, dass wir das dann auch hier in Deutschland umsetzen. Das ist eine Debatte, die läuft längst. Da braucht es Ihren Antrag nicht, meine Damen und Herren. Das muss hier auch mal offen gesagt werden. Und dann geht es auch noch darum, und da will ich wirklich aus der Praxis berichten, ein Großteil dieser schrecklichen Beziehungstaten, jeder von uns, der die hört und liest, denkt, oh mein Gott, kein Mensch kann sich vorstellen, das Leid für die Kinder, die sich sowas anschauen müssen, aber auch manchmal die Nachbarn. Ich weiß von einem Fall, da sitzen die Leute abends beim Fernsehen, auf einmal hören sie die Schreie der Nachbarin und dann liegt die blutüberströmt im Flur. Das sind Realitäten, die sind schrecklich, die wollen wir alle bekämpfen. Aber 80% der Taten sind Beziehungstaten. Beziehungstaten zeichnen sich dadurch aus, dass wir mit Erhöhung des Strafmaßes die Menschen nicht abschrecken. Und da appelliere ich auch wirklich an alle Juristen in diesem Raum. Lassen Sie uns den Menschen nicht etwas vormachen, was wir angeblich mit unseren Gesetzen erreichen, was wir dann nicht schaffen. Da, finde ich, schulden wir den Menschen auch Ehrlichkeit als Juristinnen und als Politikerinnen. Aber, und da muss ich nicht, dass der Herr Minister Buschmann meine Verteidigung bräuchte, aber da muss ich Ihre Spitze jetzt doch mal aufgreifen, Herr Krings, dass Sie sagen, er müsste hier dafür sorgen, dass Gesetze geändert werden und soll den Richtern keine Vorgaben machen. Ich habe das nur nicht gehört, dass Herr Buschmann den Richtern Vorgaben gemacht hat. Er hat aber mal darüber geredet, dass der Strafrahmen einer ist, von dem er sich vielleicht vorstellen kann. Und das ist ein Hinweis unter Juristen, der muss erlaubt sein. Also, um dieses Strafmaß, was Ihnen vorschwebt, zu erreichen, brauchen wir die Gesetze nicht zu ändern. Dass wir insbesondere den Mordparagrafen oder auch andere Gesetze im Strafgesetzbuch diskutieren und gegebenenfalls ändern wollen, da laufen Sie genauso bei uns wie bei der SPD offene Türen ein, insbesondere beim Thema Femizid.
Aber, und das Aber bezieht sich auf Ihren Antrag, es muss geeignet sein, tatsächlich das, was wir den Menschen versprechen, mit diesen Gesetzen auch zu erreichen. Ja, und darüber lässt sich bekanntlich diskutieren und streiten. Was halt, glaube ich, niemandem hilft, ist, den Eindruck zu erwecken, als wenn hier vor deutschen Gerichten Menschen unterschiedlich behandelt werden im Strafmaß, wenn sie aus unterschiedlichen Ländern kommen. Herr Frings, diesen Exkurs, den hätten Sie sich sparen können. Und wenn ich mir das noch wünschen darf, liebe Frau Lindholz, packen Sie auch alles ein, was Sie vielleicht in Ihrer Rede stehen hatten oder vorbereitet hatten, indem Sie kulturalisieren oder rassistische Ressentiments bedienen. Jede Straftat, die begangen wird, gehört verurteilt. Keine Frage. Jede Frau, egal woher sie kommt und wohin sie will, muss geschützt werden. Und jeder Straftäter, dessen wir habhaft werden, und zum Glück ist das ja bei den Gewaltdelikten gegen Frauen so, dass wir die meisten von denen noch erwischen, der gehört für ein ordentliches Gericht gestellt. Und darüber diskutieren wir mit Ihnen sehr gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Katrin Henning-Pla. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Union möchte rechtzeitig vor Beginn der sitzungsfreien Zeit im Sommer noch einmal versuchen, ihr konservatives Profil zu schärfen. Das kann ich Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, natürlich nicht verdenken. Und es stimmt ja auch. Das Bundeslagebild zur häuslichen Gewalt 2023 gibt Anlass zu großer Sorge. Und im Dunkelfeld dürften es leider noch viel mehr Fälle sein. Zu oft dringt von der Not in den eigenen vier Wänden nichts nach außen. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung eine Studie mit einer umfassenden Opferbefragung für die Bereiche Partnerschaftsgewalt, sexualisierte Gewalt, Stalking und digitale Gewalt gestartet hat, um das Gesamtbild und die Hintergründe besser zu erfassen. Gut also, dass wir uns heute hier dem Thema häusliche Gewalt widmen. Was ich Ihnen aber schon ankreide, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, ist, dass Sie sich mit den Grundzügen der Kriminologie offenbar zuletzt zur eigenen Studienzeit befasst haben. Oder aber es genügt Ihnen Politik nach Gefühl und Schlagzeilenpotenzial, statt nach wissenschaftlicher Evidenz auszurichten. Taten im Beziehungs- und Näheverhältnis lassen sich so gut wie nicht durch Strafandrohung verhindern. Repression ist wichtig, ja. Sie verhindert in diesem Kontext aber leider kaum Taten, egal wie hoch das Strafmaß ist. Ich lehne mich aus dem Fenster. Kein Täter häuslicher Gewalt schaut vorher im Strafgesetzbuch nach dem Strafrahmen und ließe sich von einer kleinen Verschiebung eines Strafrahmens oder Umgestaltung eines Straftatbestandes abhalten. Allein die Vorstellung ist doch absurd. Die Rechtspolitik ist, und das sage ich als Rechtspolitikerin eigentlich gar nicht so gerne, aber sie ist nicht die Lösung aller Probleme. Mit den Basteleien, die Sie an diversen Straftatbeständen vornehmen wollen, helfen Sie keinem Opfer. Was Sie hier vorlegen, ist wieder einmal reine Augenwischerei, reine Symbolpolitik. Wirksam gegen häusliche Gewalt ist vor allem Prävention, damit Opfer gar nicht erst zu Opfern werden. Oder damit Gewaltspiralen zumindest so früh wie möglich durchbrochen werden. Deshalb ist es richtig, wenn an Standorten der Bundespolizei 24/7-Schalter für von Gewalt betroffene Frauen eingerichtet werden und speziell geschulte Beamtinnen dort Anzeigen aufnehmen und helfen können. Antigewalttrainings
Für die Täter sind sinnvolle Mittel und auch Kontaktverbote nach dem Gewaltschutzgesetz ein wirksames Instrument. Wir brauchen ein flächendeckendes, niedrigschwelliges Unterstützungsangebot, ein passgenaues Hilfesystem, sichere Zufluchtsorte. Und kommt jetzt, Herr Krix. Und auch die Überwachung von Tätern mit elektronischen Fußfesseln kann, soweit stimme ich Ihnen zu, ein sinnvoller Baustein sein. Aber der präventive Schutz der Bürger vor Gewalt zählt zu den Kernaufgaben des Staates. Die Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe sollte nicht weiter in den Bereich des Zivilrechts gerückt werden. Selbst im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes kann die Entscheidung eines Gerichts nicht ohne Zeitverzug getroffen werden. Es braucht aber dann doch sofort Schutz. Das kann die Polizei am besten leisten. Deshalb sind richtiger Regelungsort auch die Polizeigesetze der Länder. In meinem Heimatbundesland NRW haben wir, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, in der letzten Wahlperiode das Polizeigesetz auch gemeinsam entsprechend so novelliert, dass die Nutzung von Fußfesseln auch bei Stalking möglich ist. Sie regieren doch in der Mehrzahl der Bundesländer. Also nicht immer auf den Bund zeigen, sondern selbst tätig werden. Aber nicht nur kriminologisch, auch genuin gesetzgebungstechnisch ist Ihr Vorschlag nicht zu Ende gedacht. Sie wollen das Mordmerkmal unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit schaffen. War bisher also unter anderem bereits die heimtückische Tötung etwa mittels Gift als Mord zu qualifizieren, soll es jetzt auch die Tötung durch Gewalt bei körperlicher Überlegenheit sein. Provokant gefragt, welcher Raum bleibt dann denn noch für den Tatbestand Totschlag? Und wann ist denn ein Täter dem Opfer körperlich überlegen? Jeder Mann, stets jeder Frau. Wenn Sie das meinen, dann schreiben Sie das ins Gesetz. Dann sind Sie aber nicht mehr so weit von dem entfernt, was manche auf der ganz linken Seite des politischen Spektrums fordern. Kurzum, Opferschutz und Schutz vor häuslicher Gewalt unbedingt, aber bitte wirksam und durchdacht. Vielen Dank. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat die Kollegin Andrea Lindholz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vergangenen Jahr wurden über 250.000 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt. Das sind noch einmal 6,5% mehr als im Jahr 2022. Fast 80% der Opfer von Partnerschaftsgewalt sind nach wie vor Frauen. Die Zahlen von polizeilich registrierter häuslicher Gewalt, sie steigen nahezu kontinuierlich an in den letzten 5 Jahren alleine um insgesamt fast 20%. Und die Dunkelziffer, sie ist noch viel höher. Jede dritte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Laut der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik finden in Deutschland jeden Tag im Durchschnitt 2 Gruppenvergewaltigungen statt. Und im Jahr 2023 sind 155 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Im Schnitt also an jedem dritten Tag wird eine Ex-Partnerin oder Partnerin durch ihren Mann getötet. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine bittere und es ist eine erschreckende Bilanz. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, heute einen Gesetzentwurf einzubringen mit einer Vielzahl von gesetzlichen Änderungen zum Schutz von Frauen und verletzlichen Personen, weil das ist ein Baustein in einem umfangreichen Schutzkonzept. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, Sie haben jetzt 3 Jahre lang nichts getan und nichts tun ist keine Lösung. Ich nenne Ihnen 3 konkrete Beispiele. Wir wollen erstens, dass Gewalttaten zum Nachteil von Frauen und Kindern härter geahndet werden. Wir wollen unter anderem, dass die Gruppenvergewaltigung und Stalking, die bisher Mindeststrafen von 3 Jahren hatten, jetzt künftig auf 5 Jahre erhöht werden. Wir wollen zweitens, dass Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking, die psychisch und physisch wirklich unglaublich
hier Leiden ertragen müssen. Sie sollen sich ganz sicher sein, dass ein gerichtliches Näherungsverbot bei Verstößen auch effektiv umgesetzt werden kann. Und deswegen sind sich auch alle darüber einig, Frau Kollegin Henning-Pla von der FDP, dass es neben der Vielzahl an landesspezifischen Regelungen eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung braucht zum Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung, auch Fußfessel genannt. Und darum geht es, damit Männer Abstand halten. Es geht um eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung. Bei minderjährigen Zeugen wissen wir, dass gerichtliche Vernehmungen eine erhebliche Belastung darstellen. Das gilt für alle Zeugen, aber hier besonders. Und deshalb wollen wir dort auch die audiovisuelle Vernehmung bei minderjährigen Zeugen leichter ermöglichen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Änderungen im Strafrecht und im Gewaltschutzgesetz, ich sagte es bereits, sind natürlich nur eine Facette dessen, was man als Bundesinnenministerin, als Bundesfamilienministerin oder auch als Bundesjustizminister bewegen kann und auch bewegen sollte. Und ich darf Ihnen ein Zitat aus Ihrem Koalitionsvertrag vorlesen, liebe Frau Wecke. Wir werden das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und für einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen, für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sorgen, beziehungsweise bei Ihnen heißt es sicherstellen. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie wissen doch ganz genau, dass Frauenhäuser und Kinderschutzhäuser ein zentrales Element im Schutzkonzept sind. Wo, liebe Frau Wegge, Frau Faeser, Frau Paus, Herr Buschmann, wo ist denn Ihr Gesetz, liebe Koalition, nach den letzten 3 Jahren? Fehlanzeige. Ja, wir alle wissen, dass wir in Deutschland zu wenig Frauenhausplätze haben. Es sind 6.800 ungefähr. Wir bräuchten ca. 21.000, wenn wir die Istanbul-Konvention umsetzen wollen. Aber es ist nicht so, dass Sie nur, dieses Gesetz nicht auf den Weg bringen und gebracht haben. Sie streichen auch noch die Finanzierung zum Ende des Jahres für Frauenhäuser. Die läuft einfach aus. Nachfolgefinanzierung vollkommen offen. Und es gibt Länder, die warten darauf, auf ihre Regelung, weil sie nämlich diesen Ländern, unter anderem auf meine Anfrage hin, im letzten Jahr durch ihre Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bzw. Staatssekretärin, haben sie Folgendes mitgeteilt: Im August letzten Jahres. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, noch in dieser Legislaturperiode das Recht auf Zugang zu Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt bundesgesetzlich abzusichern. Durch die Schaffung eines neuen Rechtsrahmens soll auch die Arbeit von Frauenhäusern auf eine verlässliche Grundlage gestellt werden. Ich ergänze, auf eine verlässliche finanzielle Grundlage. Und weil Sie nicht handeln, können auch die Länder in vielen Fällen nicht weiter handeln, weil sie untätig sind. Das ist das Problem. Um es also auf den Punkt zu bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, vor allen Dingen liebe Kolleginnen, ich hätte mir von dieser Fortschrittskoalition mehr Fortschritt gewünscht. Sie sind eine Rückschrittskoalition, Sie sind eine Stillstandskoalition. Und was Sie hier heute Morgen abliefern, insbesondere auch die Kollegin der Grünen, das zeigt einmal mehr, Sie sind nicht mehr regierungsfähig. Das Einzige, was Sie können, ist Probleme beschreiben. Aber Sie tragen 0,0 zu irgendeiner Lösung eines Problems in diesem Land bei. Und zu guter Letzt ist auch das Thema Messerangriffe in den vergangenen Wochen in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch bei uns in der Politik ein großes Thema, und wir brauchen Lösungen. Und eine Lösung und ein Zeichen kann der Gesetzgeber setzen. Und das wollen wir tun. Wir wollen nämlich, dass Körperverletzungen mittels einer Waffe oder eines Messers künftig als Verbrechen geahndet werden. Und damit heben wir den Strafrahmen an von 1 Jahr auf bis zu 15 Jahre, damit dieser Unrechtsgehalt einfach noch deutlicher herausgestellt wird. Und das ist das, was der Gesetzgeber tun kann. Er kann sagen, wir wollen das in unserem Land nicht länger dulden. Im letzten Jahr gab es pro Tag 24 Messerangriffe. Das ist nicht mehr akzeptabel. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch an der Stelle sage ich ganz klar, nichts tun ist keine Lösung. Und ich erwarte von Ihnen, wir erwarten von Ihnen, dass Sie vielleicht in den wenigen verbleibenden Wochen Ihrer Rückschrittskoalition vielleicht doch noch das ein oder andere auf den Weg bringen, auf was dieses Land wartet und was den Situationen entsprechend angemessen ist. Und liebe Frau Kollegin, nichts tun ist keine Lösung. Schönreden ist keine Lösung. Tun Sie endlich was! Das Wort hat die Kollegin Ariane Fescher für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe DemokratInnen in den Rängen und in den Reihen. Das, was Sie eben dargestellt haben, ist ein schöner Beleg dafür, dass es im Hinblick auf Landtagswahlen noch mal zuspitzen zugehen muss mit markigen Schlagzeilen, hilft uns aber in der Sache nicht weiter. Und wenn Sie über Stillstand sprechen oder fehlende Handlungsfähigkeit, die Bertelsmann-Stiftung hat unabhängig eruiert, dass diese Regierung mehr auf die Reihe gebracht hat, trotz der Krisenkulmination, als jede Regierung vorher seit der ersten Adenauer-Regierung. Aber zum Thema. Gewalt an vulnerablen Personen und Frauen verhält sich reziprok proportional zur tatsächlichen Männlichkeit der Täter. Oder frei übersetzt, Schläger sind Schwächlinge. Ein Mord durch die Hand eines Partners oder Ex-Partners, das ist keine Beziehungstat, das ist Femizid, das ist ein gezielter Mord, weil eine Frau ist. Und weil sich diese Frau dem Macht- und Besitzanspruch eines Mannes nicht untergeordnet hat, sondern selbstbestimmende Lebensentscheidungen getroffen hat. Ihre Folgerung führt sie zu der Annahme des Merkmals der Ausnutzung körperlicher Überlegenheit. Das vermittelt aber meines Erachtens, das haben wir auch schon gehört, ein schwieriges und überkommenes Menschen- und Frauenbild als ausgelieferte Personen und untermauert mithin eine vermeintliche natürliche Überlegenheit von Männern. Das halte ich für kontraproduktiv. Ich hätte mir hier jedoch vielmehr gewünscht, dass genau dieses Merkmal der geplanten geschlechterfokussierten Machtausübung adressiert würde, auch dann, wenn der Täter ein Hänfling ist. Psychologen und Sozialpädagogen sind in der Täterarbeit mit erschreckenden Menschen- und Rollenbildern konfrontiert. Häufig sind Täter empört, wie es jemand wagen kann, sich im Wortsinne in ihre Privatsache einzumischen. Die Frau ist Besitz, dem vollständig zu Willen zu sein hat. 3/4 der Straftaten gegen Frauen geschehen im häuslichen Umfeld. Der gefährlichste Ort für eine Frau in Deutschland ist somit nach wie vor ihr Zuhause. In der Regel ist Gewalt gegen Frauen ein sich steigernder Prozess. Lange vor den Schlägen sind da gesellschaftliche Isolation, psychische Gewalt, Demütigung, Zerstörung des Selbstwertes im analogen und zunehmend auch im digitalen Raum. Dazu kommt ökonomische Abhängigkeit. Ich bin sehr froh, dass wir im Sommer den Referentenentwurf des Gewalthilfegesetzes erwarten können, mit dem wir die vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention endlich konsequent angehen. In Eckdaten sieht er einen Rechtsanspruch auf Schutz für alle von Gewalt betroffenen Personen und ihre Kinder vor. Zum ersten Mal sind nicht nur ausreichende Schutzpläne sowie Hilfs- und Beratungsstellen apostrophiert, sondern Prävention erhält einen besonderen Stellenwert. Das, liebe Union, wäre ein großer und wirksamer Schritt Richtung Frauenschutz, wenn es uns gemeinsam gelingen würde, die Zustimmung der Länder zu diesem Ansatz einzuwerben. Gewalt gegen Frauen kostet volkswirtschaftlich jedes Jahr 54 Milliarden Euro nach der Tat im gesellschaftlichen Reparaturbetrieb. Dieses Geld würde ich lieber in Prävention, in vorbeugende Täterarbeit, stadträumliche Konzepte in Nachbarschaften sensibilisieren oder in Arbeit mit Kindern investieren, damit diese lernen, dass Mädchen und Jungen gleich viel wert sind und man als Team weiterkommt, anstatt sich gegenseitig unterzubuttern. In unsicheren Zeiten klammern sich Menschen an tradierte Gesellschaftsmodelle, nicht weil die gut waren, sondern weil sie geübt sind. Als Therapeutin habe ich oft erlebt, je dominanter jemand auftritt, desto minderwertiger fühlt er sich inwendig und muss seine Schwäche durch äußere Stärke und Machtausübung kompensieren. Ich habe junge Glatzen in Springerstiefeln getroffen, die plötzlich weinten, als ich ihnen zuhörte, weil sie sich endlich gesehen fühlten. In ihrer höchst bemerkenswerten Dissertation wies Julia Habermann nach, dass RichterInnen bei Femiziden signifikant strafmildernder urteilen, wenn sie eine Beziehungstat einordnen. Sexualstrafrecht und geschlechterspezifische Gewalt sind aber gar nicht Bestandteil des Ausbildungskanons. Es fehlen daher fundamentale Kenntnisse für die sensible Durchsetzung geltenden Rechts. Vergewaltigungen werden von Frauen häufig nicht angezeigt, weil sie über das erlittene Trauma hinaus im Verfahren unwürdige Befragungen erleben, die nicht selten zur Täter-Opfer-Umkehr führen. Der animierte Mann, der quasi unschuldig seinen Trieben erlag.
Von vermuteten 125.000 Vergewaltigungen im Jahr werden deshalb nur 8 Promille etwa bestraft. Damit ist Vergewaltigung in Deutschland praktisch straffrei. Höhere Strafen entfalten evidenzbasiert zumeist keine höhere Abschreckungswirkung. Da muss der Hebel woanders liegen, im Bewusstsein. In einer Welt jenseits von sozialdarwinistischen Gewinnen oder Verlieren, oben und unten, reicher oder größer als du, gelingt Stärke durch Gemeinsamkeit. Männer gewinnen nur, wenn Frauen nicht verlieren. Eigene Schwäche kann man eben nur überwinden, nicht erschlagen. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Bitte? Sie verbreiten hier sexistische Stereotype. Wissen Sie das? Warum soll ich keine Frau sein? Begründen Sie das mal. Und warten Sie mit Ihren Zwischenrufen, bis ich angefangen habe. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, insbesondere die von der CDU und CSU, genau wie gestern in der Aktuellen Stunde zu Bad Oeynhausen, verhöhnen Sie eigentlich im Kern mit Ihrem Gesetzentwurf die Bürger und heucheln in erbärmlicher Art und Weise Problembewusstsein und Lösungskompetenz. Richtig ist, dass der Staat die Verpflichtung hat, besonders verletzliche Personen, Frauen, Kinder, alte und kranke Menschen besonders zu schützen. Aber Sie von CDU und CSU haben genau das Gegenteil getan durch die katastrophale Grenzöffnung 2015. Sie haben damit Frauen und Kinder migrantischen Straftätern zum Fraß vorgeworfen und tun jetzt so, als hätten Sie mit da überhaupt nichts zu tun. Sie halten die Bürger draußen für vergessliche Deppen. Das sind die Bürger draußen aber nicht. Denn Tatsache ist, dass Sie verantwortlich sind für in den letzten Jahren zigtausende erstochene, ermordete, totgetretene, vergewaltigte und verletzte Opfer von Migranten, die alle noch unverletzt leben würden, wären Sie der AfD und unseren Forderungen gefolgt und nicht Frau Merkel und ihrem kriminellen Multikulti waren. Sie hätten die Grenzen schützen können, Sie hätten diejenigen, die illegal hier waren, abschieben müssen und Straftäter gleich hinterher. Allein im Jahr 2020, die Zahlen wurden schon erwähnt, gab es bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Opfer meistens Frauen über 11.000 Fälle, bei denen ein Opfer die deutsche Staatsangehörigkeit und ein Täter die nicht-deutsche Staatsangehörigkeit hatte. 90% der Opfer waren Frauen. Über 400 Deutsche wurden von ausländischen Tätern getötet. Es gibt inzwischen in Deutschland, ich hoffe, Sie wissen das, mehrere Selbsthilfegruppen von Eltern ermordeter Kinder in Deutschland. Unglaublich, oder? Gruppenvergewaltigung wurde schon erwähnt. Mehrfach täglich werden Frauen Opfer dieser schrecklichen Straftat. 760 Gruppenvergewaltigungen im Jahr 2023, 48% nicht-deutsche Tatverdächtige, dabei flott eingebürgerte und Mehrfachstaatler überhaupt nicht erfasst. Die Doppelziffer also wesentlich höher. 6.000 Opfer von Gruppenvergewaltigungen seit dem Jahr 2015. Messerstraftaten in Deutschland nahezu stündlich. Warum? Wegen ihrer Politik der offenen Grenzen. Der Abgrund der Brutalität und des Hasses von Migranten, die angeblich schutzsuchend nach Deutschland kommen, hat sich vor kurzem in Mannheim gezeigt, als der Polizeibeamte in Mannheim brutalst abgestochen wurde. Auch dieser Polizeibeamte übrigens würde noch leben, wäre der Afghane unter Merkel nach Ablehnung seines Asylgesuchs schlicht und ergreifend abgestoßen worden. Erbärmlich. Ihre Politik. Über den totgetretenen Philippos aus Bad Oeynhausen haben wir gestern hier gesprochen. Ich habe noch diese widerlich heuchlerische Rede von Merz im Ohr. Fürchterlich. Meine Damen und Herren, im Ergebnis ist Ihr Gesetzentwurf zwar besser als gar nichts, aber ein Eingeständnis, liebe CDU, CSU, wenn ich das mal so sagen darf, Ihres eigenen Versagens und Ihrer eigenen Verantwortung für tausendfachen Mord, Tod und unendliches Leid in Deutschland. Das ist die CDU, CSU, wie sie leibt und lebt. Sie haben alles mitgemacht, Sie haben alles mitgemacht von CDU, CSU. Sie tragen dafür die Verantwortung und ich hoffe, Sie tragen an dieser Verantwortung schwer. Ich bitte nicht nur im weiteren Fortgang dieser Debatte, sondern das gilt für den heutigen Sitzungstag und auch den Sitzungstag morgen, zu berücksichtigen, was ich gestern auch schon mal im Rahmen der Aktuellen Stunde angemerkt habe. Es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir uns gegenseitig, ob nun Gruppen oder Einzelne, bezichtigen für Straftaten, die begangen wurden und die abscheulich sind, verantwortlich zu machen
und in persönliche Verantwortung zu nehmen. Bitte lassen Sie uns hart in der Sache um die richtigen Antworten auf anstehende Probleme streiten, aber würdigen wir uns nicht gegenseitig herab oder machen uns verächtlich, sondern machen das mit entsprechendem Anstand und auch mit der Achtung vor dem Gegenüber. Das wäre meine Bitte für den weiteren Fortgang unserer Verhandlungen. Ich glaube, dann sind wir auch in der Lage, die richtigen Antworten zu finden und mit denjenigen, die großes Leid durchleben, aufgrund dieser Straftaten und des Verlustes auch nicht nur im Gespräch zu bleiben, sondern ihnen auch an der Seite zu stehen. Wir fahren in der Debatte fort und das Wort hat die Kollegin Aue Tesfaye-Jesus für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen, Gewalt gegen Menschen, die sich in Situationen besonderer Schwäche befinden, ist ein individuelles, aber auch ein strukturelles Problem. Der Schutz von strukturell und konkret unterlegenen Personen muss unser aller Ziel sein. Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderung sind in vielen Fällen auf die Schutzgarantien des Staates angewiesen. Denn wer reich, mächtig und stark ist, braucht den Staat nicht und ruft gar nach weniger Staat. Menschen ohne solche Ressourcen können nur auf die Gesellschaft zählen, um vor Gewalt geschützt zu werden und nach überlebten Gewalterfahrungen den Weg zurück ins Leben wiederzufinden. Einige Änderungen bei den strafbaren Nachstellungen und im Gewaltschutzgesetz, sehr geehrte Kolleginnen der Union, sind durchaus interessant. Aber es wurde schon mehrfach gesagt, eigentlich geht es am wahren Problem vorbei. Wir wissen, die meisten Fälle der Gewalterlebnisse passieren im besonderen Näheverhältnis, nicht wie es hier auch teilweise angedeutet wird, im dunklen Park von Migranten überfallen, sondern in der Familie, im Freundeskreis, im besonderen Näheverhältnis. Und dann ist doch die Frage, was braucht es, um da entgegenzutreten? Zum Glück ist echte Rechtspolitik nicht nur Ahndung, sondern auch Prävention, auch wenn das teilweise anders gesehen wird. Es geht nicht nur darum, Straftaten zu bestrafen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst geschehen. Leider fehlen mir diese Aspekte immer wieder in Ihrer Debatte, liebe Union, wenn Sie immer in affekthaften Reaktionen nach härteren Strafen rufen. Dafür, dass härtere Strafen Straftaten verhindern, gibt es keine gute Evidenz. Sonst hätten vielleicht auch die USA mit ihren Three-Strikes-Gesetz und der Todesstrafe heute leere Gefängnisstrafen. Und das ist keinesfalls so. Sehr gute Evidenz gibt es hingegen für Prävention, für differenzierte Maßnahmen, die an den Ursachen ansetzen. Für solche Maßnahmen, die zwar komplizierter sind, aber wirkungsvoller. Ja, man muss zunächst Geld investieren. Ja, es dauert vielleicht auch etwas länger, bis man die Effekte sieht. Aber solche Maßnahmen zeigen, und da sind sich die meisten KriminalitätsforscherInnen einig, mehr Wirkung, wenn es darum geht, straffälliges Verhalten zu verhindern. Eine gute Rechtspolitik gibt sich daher nicht nur mit Sanktionen zufrieden. Sie fragt, wie sie Menschen gerade im häuslichen Umfeld vor Gewalt schützen können, wie diese Menschen ihre Rechte besser durchsetzen können und wie wir strukturelle Probleme angehen können. Das, liebe Kolleginnen, erreichen wir, indem wir die Umstände, die zu Gewalt führen, adressieren, die Hürden, die Menschen erleben bei der Durchsetzung und auch die persönlichen Folgen, die Opfer von Gewalt erleben, adressieren. Ich würde mir wünschen, dass wir bei diesen Themen gemeinsam an einem Strang ziehen würden. Vielen Dank. Das
Das Wort hat Katharina Willkommen für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine erhitzte Diskussion, ein falsches Wort, eine ausgerutschte Hand. Allzu oft ist das ein typischer Ablauf von Gewalttaten in Beziehungen oder in Familien. Leider ist diese Darstellung nicht nur typisch, sie ist auch beschönigend. Gewalt gegen Menschen, egal ob Frauen, Männer, Kinder oder Älteren, ist niemals eine harmlose Angelegenheit. Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Dass insbesondere Frauen häufiger als Männer Opfer dieser Straftaten sind, ist seit langem eine traurige Tatsache, die nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern weltweit gilt. Deshalb wurde durch die Istanbul-Konvention auch bereits die entscheidenden Stellschrauben genannt, und deshalb hat Deutschland diese Konvention bereits umgesetzt. Der rechtliche Rahmen ist bereits vorhanden. Diese Gewalttaten sind verboten und sie werden bestraft. Das Recht ist nicht das Problem. Vielmehr hapert es an der Durchsetzung. Das hat verschiedene Gründe. Vor allem auch die von der Union angesprochene hohe Dunkelziffer. Viele dieser Taten enden ohne Strafe, weil niemand von ihnen erfährt. Aus Angst vor Vergeltung, aus Scham vor der eigenen Hilflosigkeit oder der Befürchtung, nicht ernst genommen zu werden, zeigen viele Frauen solche Taten nicht an. Manche Frauen sind auch wirtschaftlich von ihren Partnern abhängig und erdulden daher diese Taten. Und für die Frauen, die sich zur Polizei trauen, ist die Beweisaufnahme häufig eine erniedrigende Prozedur. An alledem ändert Ihr Ruf nach härteren Strafen überhaupt nichts. Was sind denn Ihre Vorschläge? Ihr Lösungsansatz, die Urteile sind zu milde, also erhöhen wir den Strafrahmen, ist leider zu simpel gedacht. Nicht nur zeigt das einen mangelnden Respekt vor der Unabhängigkeit der Gerichte. Sie übersehen außerdem, dass diese Koalition bereits letztes Jahr die Regeln für die Strafzumessung verschärft hat, um den Richterinnen und Richtern die Instrumente für höhere Strafe an die Hand zu geben. In § 46 Strafgesetzbuch sind geschlechtsspezifische Tatmotive in den Kreisen der menschenverachteten Beweggründe aufgenommen worden, um den Gewalttaten gegen Frauen besser Rechnung zu tragen. Sie wollen Täter besser abschrecken. Das ist begrüßenswert. Aber für Abschreckung ist nicht die Höhe der Strafe entscheidend, sondern die Angst, erwischt und verurteilt zu werden. Dafür müssen wir die Justiz an sich stärken und von Bürokratie entlasten. Sie haben in der letzten Legislatur mit dem Pakt für den Rechtsstaat die ersten Schritte in die richtige Richtung gemacht. Aber dieser Pakt ist ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, denn mehr als vorhersehbare Personalausfälle durch Pensionierung, Elternzeit oder Teilzeitarbeit hat er nicht aufgefangen. Daher haben wir uns daran gemacht, die Justiz dauerhaft zu entlasten, indem wir mit Digitalisierung Abläufe beschleunigen und so den Beamten mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben zu verschaffen. Auch wollen wir das Strafgesetzbuch entstauben und aus der Zeit gefallene Straftatbestände abschaffen. So stärken wir den Rechtsstaat und gewährleisten die Durchsetzung von Gesetzen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. So wie es ist, kann es nicht bleiben, aber mit Ihrem Gesetzesvorschlag befinden Sie sich auf dem Holzweg. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gülkay Akbulut für die Gruppe Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahlen zu häuslicher Gewalt sind höchst alarmierend und verdeutlichen den dringenden Handlungsbedarf. Die Bundesregierung hat zwar in ihrem Koalitionsvertrag viele Maßnahmen angekündigt, lässt aber die Betroffenen mit deren Umsetzung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Der vorliegende Antrag der Union setzt an falscher Stelle an, daher werden wir ihn ablehnen.
Wir Linke fordern seit Jahren, dass endlich effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt ergriffen werden. Weder die Große Koalition noch die Ampelkoalition haben es bis heute geschafft, die Istanbul-Konvention entsprechend auch umzusetzen. Das ist einfach ein Skandal. Deutschland ist der Istanbul-Konvention verpflichtet. Obwohl Deutschland schon seit 2018 rechtlich dazu verpflichtet ist, warten wir bis heute vergeblich darauf, dass die ressortübergreifende Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention endlich eingerichtet wird. Das ist ein Skandal und zeigt, dass die Bundesregierung hier keinerlei Prioritäten setzt. Trotz nahezu kontinuierlichen Anstieg von häuslicher Gewalt betrachtet sich der Bund als nicht zuständig und bleibt weitestgehend tatenlos. So kann aber die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen nicht funktionieren. Auch der angekündigte Referentenentwurf zur Finanzierung des Hilfesystems für gewaltbetroffene Frauen lässt auf sich warten. Die Hilfesysteme sind chronisch unterfinanziert und platzen seit Jahrzehnten aus allen Nähten. Derzeit fehlen in Deutschland mehr als 13.000 Plätze in Frauenhäusern, wie aktuell aus unserer Kleinen Anfrage hervorgeht. Es ist für Frauen und Kinder katastrophal, wenn sie keine sichere Unterkunft finden und vor der Wahl stehen, zum Täter zurückzukehren oder wohnungslos zu werden. Viele Betroffene können sich den Aufenthalt im Frauenhaus überhaupt nicht leisten, denn in mancherorts kostet eine Übernachtung beim Frauenhaus teilweise bis zu 53 Euro pro Nacht. Der Bund muss endlich Schutz- und Beratungsstrukturen dauerhaft finanzieren und ausbauen, damit Frauen nicht im Stich gelassen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union behauptet in ihrem Gesetzentwurf auf Seite 5, dass sie durch den Einsatz der elektronischen Fußfessel der Istanbul-Konvention nachkommt. Dabei wird die elektronische Fußfessel gar nicht in den 122 Seiten der Istanbul-Konvention erwähnt. Vielleicht schauen Sie sich das mal vorher genauer an. Wir haben große Zweifel daran, dass eine elektronische Fußfessel vor Gewalt auch wirksam schützt. Sollte sich ein Mann mit Fußfessel zum Beispiel dem Wohnort der Frau nähern, würde die Polizei ein Signal erhalten, aber die betroffene Frau nicht. Diese Maßnahme würde nur etwas bringen, wenn die Polizei die Überwachung zeitgleich auswertet und sofort vor Ort eingriffsbereit wäre. Das ist vor allem in Flächenländern wie zum Beispiel Baden-Württemberg unmöglich. Der Bund der Kriminalbeamten verweist darauf, dass es besser wäre, Opferberatungsstellen und die Prävention finanziell zu stärken. Frauen brauchen Schutz und entsprechend auch mehr Unterstützung auf Seiten des Bundes. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Sebastian Fiedler für die SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist so ernst, dass ich versuchen möchte, auch tatsächlich mit großer Ernsthaftigkeit Ihren Antrag zu begrüßen, weil er uns die Möglichkeit gibt, über viele wichtige Aspekte zu diskutieren, insbesondere der Hinweis des Kollegen Müller auf die Tötung von Säuglingen. Und so steht meines Erachtens nicht wirklich zur Disposition, sondern sollte auch als Mord bestraft werden können. Ich möchte nur ein paar Teilaspekte herausgreifen, weil er sehr vielschichtig ist, der Antrag. Zum einen würde ich sagen, so etwa 80% betrifft in Wahrheit nicht so das, was in der Überschrift steht. Da steht Opferschutz drin, sondern betrifft Repression, Erhöhung von Strafrahmen. Auch da würde ich sagen, die Kollegin Wegge hat das schon gesagt, bei all dem, glaube ich, ist es gut, dass wir darüber diskutieren können. Insoweit würde ich das zu Beginn meiner Rede abhaken wollen. Zum Thema Opferschutz haben Sie eigentlich, wenn man den Begriff wörtlich nimmt, nur zwei Teilaspekte genannt und vorgeschlagen, die elektronische Fußfessel und die Videovernehmung von minderjährigen Zeugen, beides ebenfalls diskussionswürdig. Ich möchte das deswegen noch so ein bisschen weiter einordnen, weil ich eben glaube, dass das ist schon vielfach gesagt worden, die Kollegin Helgen Plath
schon auf die kriminologischen Sachzusammenhänge hingewiesen, weil sie nicht erzählen dürfen, dass diese Repression dazu beiträgt, zukünftige Opfer zu verhindern. Deswegen gibt es eines der wichtigsten Vorhaben meines Erachtens der Koalition, an dem wir gerade noch intensiv arbeiten, nämlich eine zentrale Stelle erstmals in Deutschland einzurichten, bei der wir überhaupt wissen, welche Präventionsprojekte es in Deutschland überhaupt gibt, welche evaluiert sind, wo wir unterstützen können bei der Wirkungsevaluation, Standards setzen dabei. Das wird eine neue Bundesakademie werden. Und das bringt uns in der Prävention tatsächlich sehr, sehr viele Schritte weiter voran. Dann muss ich einen weiteren Aspekt nennen. Wenn Sie sagen, wenn ich sage, Repression und Strafrahmen verschärfen, lassen Sie den wesentlichen Teil weg. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn vorher in den Ermittlungsverfahren auch ordentlich gearbeitet worden ist. Herr Krings, wir beide kommen aus unserem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, in welchem desaströsen Zustand sich die Kriminalpolizei dort befindet, insbesondere in den Dienststellen, die Mord und Totschlag ermitteln müssen. Der Duisburger Leiter der Dienststelle hat gerade vorzeitig jetzt den Hut genommen, geht vorzeitig in Altersteilzeit, weil eben die Situation unerträglich ist. Der personelle Zustand ist schlecht. Also lassen Sie uns gemeinsam auch auf die Landesregierungen hinwirken, damit auch dort ordentlich ermittelt werden kann. Zum Thema Messer möchte ich sagen, das mache ich nur ganz kurz. Auch da, wenn wir uns darüber unterhalten, was gemacht werden muss, Sie wissen, da haben wir eine Diskussion mit der FDP und dem Bundesjustizminister, wir müssen ran an das Waffenrecht. Und ich wünsche mir eine ganz klare, einfache Botschaft. Warum ändern wir nicht das Regelausnahmeverhältnis und sagen, generell ist das Mitführen von Messern im öffentlichen Raum, erst recht im öffentlichen Personennahverkehr, verboten und wir regeln im Waffenrecht, was ausnahmsweise erlaubt ist. Für den Handwerker, für die Dame, die sich einen Apfel schälen will und anderes. Das würde die Situation klar machen und würde einen großen Sicherheitsgewinn für unterstützen Sie doch vielleicht solche sinnvollen Maßnahmen. Und wenn wir über Opferschutz reden, möchte ich einen Teilaspekt nennen, der mir jetzt jüngst einfach aus der Lebensrealität noch mal untergekommen ist. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Opfer tatsächlich auch im gesamten Verfahren im Mittelpunkt stehen. Und dazu gehört auch, dass sie überhaupt wissen, was passiert. Einfacher Sachverhalt aus einer nordrhein-westfälischen Großstadt. Im August 2021 ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung wird geschlagen in Ausübung des Dienstes. Ihm wird die Nase gebrochen. August 21. Im Frühjahr diesen Jahres hat die Kommune, die Anzeige erstattet hat, mal nachgefragt beim Landgericht, was eigentlich aus dem Verfahren geworden ist, weil er nie wieder überhaupt jemals davon gehört hat. Dann hat er einen Einsatzantwort bekommen, das Verfahren sei eingestellt. Also das geht nun wirklich nicht. Also solche Situationen, glaube ich, müssen wir verbindlich in der Strafprozessordnung dann auch mal regeln. Es darf eine solche Situation nicht geben, in denen Opfer von Gewalttaten, egal welche, nicht davon erfahren, was eigentlich im Laufe des Verfahrens tatsächlich anschließend passiert. Ich glaube oder hoffe jedenfalls, dass wir bei solchen Vorschlägen auch mal eine Einigkeit erzielen können. Und wenn ich das sozusagen zusammenbinden darf, dann würde ich mir wünschen, dass wir mit weniger Polemik und gegenseitigen Vorwürfen, von uns hat, glaube ich, jetzt auch niemand gefragt, warum Sie in der Vergangenheit nicht Dinge geregelt haben, die Sie jetzt vorschlagen. Also lassen Sie es doch auch sein, dass Sie sozusagen die Abgeordneten jetzt für das Regierungshandeln verantwortlich machen. Vielleicht würden wir das an Ihrer Stelle auch machen. Ich will sagen, das Thema ist so ernst und Sie sprechen die vulnerabelsten Opfergruppen hier an, dass ich dafür werben möchte, dass wir sozusagen über Ihre Vorschläge ernsthaft diskutieren, aber dass die ich auch öffnen sozusagen für wirklich wirksame Maßnahmen der Prävention und des Opferschutzes, die darüber hinaus dringend erforderlich sind. Nehmen Sie die große Ernsthaftigkeit an, mit der wir die Debatte führen. Das Wort hat Nina Wagen für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Ende der Debatte kann man, glaube ich, feststellen, dass wir uns in Teilen schon einig sind in der Analyse des Problems. Man muss aber auch feststellen, dass von Ihnen wenig bis keine Vorschläge gekommen sind zur Lösung. Aber Herr Kollege Fiedler, wir nehmen natürlich gerne auch das konstruktive Gesprächsangebot von Ihnen auch an. Denn schon das Bundesverfassungsgericht hat uns ja zur Hausaufgabe gegeben, war der Meinung, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes dem Staat die Aufgabe gegeben haben, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das ist genau unsere Aufgabe. Und besondere Sorgfalt muss der Staat dann eben auch auf diejenigen legen, die sich oft nicht selbst schützen können. Und es sind vorwiegend Kinder, ältere, beeinträchtigte Menschen
und ganz besonders eben auch die Frauen. Und das belegen auch die Zahlen. Im Jahr 2023 waren über 180.000 Opfer häuslicher Gewalt weiblich. Das sind gut 70%. Knapp 80% der Opfer von Partnerschaftsgewalt sind Frauen. Rund ein Viertel der Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren haben mindestens einmal im Leben Partnerschaftsgewalt erlebt. Die Betroffenen kommen aus allen sozialen Schichten mit unterschiedlichsten Bildungsgraden und kulturellen Hintergründen. Es gibt nicht die eine Art von Frau, die betroffen ist. Es kann jede treffen. Gemein ist ihnen, dass die gegen sie verübte Gewalt oft von Männern ausgeht. Und das Schlimmste ist, die Täter sind meist die Männer, die den Frauen nahestehen und die Taten in den eigenen vier Wänden ausüben. Dort, wo man sich eigentlich besonders geschützt fühlen sollte. Und das ist gerade das Perfide. Circa ein Viertel aller in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Opfer der einschlägigen Delikte sind Opfer von häuslicher Gewalt, Dunkelziffer unbekannt. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 155 Frauen und 24 Männer durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist also ungefähr jeden zweiten Tag ein Mensch in Deutschland, der Opfer einer Beziehungstat wird. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen zeigen deutlich, es gibt Handlungsbedarf und es geht uns nicht darum, Kritik an Gerichtsurteilen hier auszuüben, sondern es geht uns darum, angemessene Strafmöglichkeiten zu schaffen. Wir müssen Opfer von Gewalt künftig besser schützen. Akteure und Institutionen müssen besser kooperieren und für die Problematik sensibilisiert sein. Wir müssen bei häuslicher Gewalt hinsehen und Hinweise geben, wie man dagegen vorgehen kann, wenn man sie beobachtet. Maßnahmen und ausgesprochene Sanktionen gegen gewaltausübende Personen müssen funktionieren. Täter müssen verlässlich von den Opfern ferngehalten werden. Wir müssen allen von Gewalt Betroffenen ausreichend Schutzräume bieten. Das hat die Kollegin Lindholz auch ausgeführt. Und diese finanziell auf eine stabile Grundlage stellen. Wir müssen als Gesellschaft Gewalt gegen Frauen ächten. Und auch das kommt in unseren Vorschlägen zum Ausdruck. Was ist also zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir wollen ganz konkret das Merkmal unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit bei Mord, gefährlicher Körperverletzung und Raub einführen und damit insbesondere Frauen schützen. Der Kollege Krings hat es ausgeführt, und ich möchte ihm an dieser Stelle auch ganz ausdrücklich für die Initiative danken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen aber auch Vorschläge zur Prävention, und da empfehle ich Ihnen auch mal die genaue Lektüre unseres Gesetzesvorschlags, weil das ist uns auch sehr wichtig. Denn es läuft ja oft so ab, Gerichte beschließen Kontakt- und Annäherungsverbote wegen der Dringlichkeit, häufig sogar im Eilverfahren, aber im Anschluss wird den Gewalttätern der Beschluss einfach zugestellt, manchmal nur durch Einlegen in den Briefkasten. Eine Überwachung der Gefährder durch den Staat findet nicht statt. Da kann man dann als betroffene Frau eigentlich nur Danke für nichts sagen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, planen wir unter anderem etliche Änderungen im Gewaltschutzgesetz, insbesondere die Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung, der sogenannten Fußfessel. So können unserer Meinung nach potenzielle Täter effektiv überwacht werden und Opfer besser und wirksamer geschützt werden. Und auch Pilotprojekte zeigen die Effizienz. Es ist schon gesagt worden, beispielsweise in Spanien. Dort glänzt man mit einer 100-prozentigen Erfolgsquote. Seit der Einführung im Jahr 2009 ist im Rahmen des Schutzprogramms keine einzige Frau mehr getötet worden. Gewalttätige Männer halten meist Abstand zu ihren ehemaligen Partnerinnen. Und bei uns in Deutschland ist die Situation eben noch eine ganz andere. Das zeigt auch eine Recherche des Weißen Rings, die herausgefunden hat, dass im Zeitraum von Januar bis Oktober 2023 es 109 Presseartikel gibt über Frauen in Deutschland, die getötet wurden von Männern, gegen die vorher eben ein Kontakt- oder Annäherungsverbot verhängt wurde. 109 Frauen also, die sich Hilfe bei staatlichen Stellen gesucht haben und deren Tod wir am Ende nicht verhindern konnten. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss ein Ende haben. Und darüber müssen wir uns doch hier einig sein. Der Bundesjustizminister sieht das scheinbar anders. Einen von der Justizministerkonferenz vorgelegten Vorschlag hält er schlicht für nicht geeignet, spielt das Thema an die Länder zurück. Und das ist einfach zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit unserem Gesetzentwurf machen wir etwas, zu dem die Bundesregierung seit 2,5 Jahren nicht in der Lage war. Wir bieten Lösungen, Lösungen für ein Gefühl in der Bevölkerung, das leider immer weniger ein Gefühl ist, sondern mit Zahlen unterlegte Realität. Das ist die angemessene Reaktion auf die dramatische
Zunahme von Straftaten, insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität und der häuslichen Gewalt. Und was wir von Ihnen heute gehört haben, ist keine angemessene Reaktion. Relativieren ist keine angemessene Reaktion. Nichtstun ist keine angemessene Reaktion. Und wenn man wie die Familienministerin Equal Pay vorschlägt, um dem Problem zu begegnen, dann ist es auf gar keinen Fall angemessen, sondern zynisch. Tun Sie was. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 12085 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.